Hallo Leute und herzlich willkommen bei Bartime Insane ist wieder da, Gizmo. Die tägliche Dosis God of War kommt auf euch zu. Wir sind nämlich da, wo wir gestern waren. Wir müssen hier rauf. Es führt immer ein Weg nach draußen. Genau. Finde Komm, Kleiner. Etwas, um mich hochzuziehen. Oben war ja die Kette. Ja, Junge. Wo ist er hingegangen? Atreus. Die Kette. Die Kette, klar. Schneller. Du denkst zu viel nach, Junge. Lass es gut sein. Er hätte dich getötet. Ich weiß, ich musste es tun. Das weiß ich. Es ist nur... Dann gehen wir nach Hause, Junge. Was? Einfach aufzugeben. So kurz nach dem Start. Moment, nein, ich gebe nicht auf. Ich schaffe das. Ich muss nur erstmal, naja, durchatmen. Na los, komm, ich bin bereit. Ja, dann schmeiß runter. Komm schon. Dankeschön. Wir hauen alles kurz und klein. Wer weiß, was da runter ist. Komm mal nicht durch. Dann gehen wir da raus. Was war das? Hör mir zu. Um ein guter Kämpfer zu sein, darf man kein Mitleid mit seinem Gegner haben. Der Weg vor uns ist lang und unerbittlich. Kein Ort für einen Jungen. Du musst ein Krieger sein. Ich verstehe. Lass das Tier in Ruhe. Dieses verdammte Drecksvieh will einfach nicht über die Brücke laufen. Sie fürchtet sich vor etwas in den Bäumen da. Was ist da? Vater, wirf deine Axt auf die Bäume mit den weißen Stämmen. Auf der anderen Brückenseite. Recht. Du musst schlau sein oder sowas, Junge. Du bist ein Junge, oder? Wie heißt sie denn? Keine Ahnung. Das Miststück hat ihn gefragt, wie ich heiße, also habe ich's auch nicht. Und du? Brock. Vera Log. Sag mal, du wirst es mir nicht glauben, aber die Axt, die du da hast, die habe ich gemacht. Ich und mein Bruder. Eine unserer besten.
Also lass niemanden an ihr rumvorwerten, außer uns beiden. Ja. Du musst sie gut behandeln, sonst nimmt sie schweren Schaden. Ich kann sie jetzt für dich verbessern, wenn du das willst, du Mistkerl. Also, was sagst du? Du hast recht. Ich glaube dir nicht. Komm, Junge. Da ist eine Rune in der Form einer Gabel unter dem Griff. Digger Bikia, Dombr, Bagrau. Das war das Zeichen von meinem Bruder und mir, bis wir uns trennten. Die eine Hälfte habe ich hier, da. Also, soll ich sie jetzt verbessern oder nicht? Na schön. Dann verbessere sie eben. Wo ist die andere Hälfte des Zeichens? Die hat mein dummer Bruder. Aber ich habe das Talent. Sie! Das ist mal ein Wort. Waffe verbessern. Wir kommen in einen Zwergenladen. Hier können Sie Ausrüstung verbessern, die Sie bereits besitzen. Oder völlig neue Ausrüstung herstellen. Drücken Sie Steuerkreuz rechts, um das Verbesserungsmenü aufzurufen. Brock hat Ihnen eine Frostflamme gegeben. Eine seltene Ressource. Mit in der Welt gefundenen Ressourcen können Sie Ihre Ausrüstungen herstellen und verbessern. Drücken um die Lava. Gut. Gratis Ausrüstung verfügt über Kraft und Werte. Die Verbesserungen der Axt wird sie hochstufen und ihre Stärke erhöhen. Dies hat auch Auswirkungen auf Kratos Kraft und Werte insgesamt. Sehr schön. Kratos Kraft und Werte werden hier angezeigt. Drücken Sie L3 für die Wertbeschreibung. Der Schaden eines Runenangriffs kann durch Verbesserungen der Runenkraft erhöht werden. Runenabklingzeiten können durch Verbesserungen der Abkühlzeit reduziert werden. Jeder Wert bietet dem Spiel andere Vorteile. Drücken Sie links 3 erneut, um die Beschreibungen einzublenden. Kraft und Werte eines besseren Gegenstands werden auf der Gegenstandskarte und bei Gratiswerten angezeigt. Die Verbesserung einer Waffe erhöht diese Werte dauerhaft. Andere Gegenstände müssen ausgerüstet werden, um Kratos-Werte zu beeinflussen. Zur Verbesserung eines Gegenstandes erforderte Ressourcen werden unten auf der Gegenstandskarte angezeigt. Halten Sie 4 gedrückt, um die Lava-Axt zu verbessern. Verbesserung von Lava-Axt erfolgreich. Neue Fähigkeiten sind jetzt im Fähigkeitenmenü verfügbar. Verbessern Sie Ihre Waffe, um neue Fähigkeiten zum Kauf freizuschalten. Im Pause-Menü unter Fähigkeiten können Sie sie erwerben und Kreis drücken. Eine Brustrüstung. Das ist Qualitätsmaterial. Bei dem Verschleiß hält es aber vielleicht einen Tag. Sehr schön. Muss den Kleinen auch irgendwas geben. Verkürzt die Pfeilnachladezeit des Clanbogens. Schwäche Aufdeckung. Wenn Arthurs Gegner wirkt, nehmen diese mehr Schaden. Manchmal findet Arcus Heilungssteine, um Kratos verletzt. Wenn Kratos verletzt ist. Ich würde sagen, wir nehmen das hier mal. Ich habe nicht genug Ressourcen.
Ja, kann ich noch was nehmen? Das könnte ich nehmen. Sicher ist ein gewinnendes Lächeln die beste Rüstung. Aber wozu Risiken eingehen? Gut, nehmen wir die. Sieh nicht hin, aber unsere Freunde aus den Bäumen haben offenbar noch nicht genug. Na los, schleudere deine Axt! Ist dahinter noch Platz für mich? Siehst du, was ich vollbracht habe? Annehmbar. Annehmbar, sagt er. Weißt du, was annehmbar ist? Deine Beinarbeit. Du bist nur in Scheiße getreten. Dieser Weg. Führt er zum Berg? Ja, sollte euch in die richtige Richtung führen. Wollt ihr nochmal meine Waren sehen? Komm. Schön, dich getroffen zu haben, Brock. Ich überlege mir einen Namen für dein Tier. Ich glaube, ich werde sie Undankbares Pack nennen. Hey, Undankbares Pack! Komm hierher! Gefällt mir! Mein cooler Name. Wir trafen diesen Zwerg auf dem Weg zum Berg. Das reimt sich ja. Er ist ein Schmied. Anscheinend ein berühmter Schmied. Er hat die Leviathan-Axt gemacht und für Vater verstärkt. Er war etwas unfreundlich und mürrisch, aber irgendwie mag ich ihn trotzdem. Hoffentlich sehen wir ihn wieder. Gut, wir haben hier ein paar Sachen. Fähigkeiten freigeschaltet. Sehr gut. Welche nehmen wir? Fernkampf oder Nahkampf? So, was können wir nehmen? Verkürzt die Aufladetower. Die Tower. Verursacht während des Angriffs zusätzlichen Frostschaden. Beim Aufprall wird eine Frostschadenexplosion ausgelöst. Wir nehmen mal das. Hier können wir noch was nehmen. Ein schwerer Angriff, der als Abschluss nach einer Combo aus leichten Angriffen ausgeführt wird. Drücken Sie zum Angriff rechts 1, rechts 1, rechts 1, rechts 2. 1, 2, 3, Tom. Nehmen wir doch mal. Gut, das war's schon mal. Rüstung haben wir was. Die Abwehr ist natürlich viel größer, dafür habe ich Stärke weniger. Das ist halt immer dann die Frage. Aber ich werde mir das behalten. Yep. Das ist die Frage, wohin sollen. Können wir hier rein auch? Ich glaube wahrscheinlich nicht. Alleine kämpfen lassen. Stimmt. Menschen sind eine Sache,
Gegen alles andere kämpfst du, bis ich Halt sage oder wir tot sind. Verstanden? Leiste deinen Teil oder wir gehen heim. Verstanden. Das ist gut. Ich glaube, hier kommen wir durch. Wo? Vielleicht hier durch. Hier lang. Das ist eine Kiste. Ja. Geht doch. Brauchst du auch eine? Irgendwo? Ach, egal. Guten Tag. Okay. Warte da. Okay. Er ist tot, Jim. Es war jetzt aber ganz klar, was ich machen muss. Warte da. Was mache ich denn? Ich habe mich verdreckt. Ich habe mich verdrückt. Ach Gott, ich bin so dämlich ab und zu. Man könnte denken, ich bin Noob im Spielen. Aber ich war mal gut, Leute. Warte da. Das war doch... Was heißt hier? Ja, ja. Weiß ich jetzt, dass ich tot bin, du kleiner Balk? Warte da. Yeah.
Bahn gackert. Das ist eine Truhe. Hacksilber habe ich bekommen. Diese Drago wirken größer als die von dir bisher. Okay, das haben wir schon. Nach einem Hieb muss er kurz erholen. Das haben wir auch schon. Das haben wir schon alles. Mein kleiner Freund. Ganz ruhig. Jetzt, Junge. Sehr gut. Warum bist du denn nicht müde? Hey, guck dir kostet das. Glaub mir, ich lasse uns nicht sterben. Na, hier gibt es eine Kiste. Eine Kiste. Aber um die Kiste werden wir uns nächstes Mal kümmern. Das war's schon mit dem Let's Play. Morgen geht's aber schon wieder weiter. Um 17 Uhr. 17 Uhr, 19 Uhr, Entschuldigung, schon ganz verwirrt. Dann versuchen wir diese Kiste aufzunehmen. Ich sehe, da oben ist schon ein Symbol. Mal schauen, ob wir das schaffen. Danke fürs Zuschauen, Leute. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Besser noch ein Abo. Kommentare, alles sehr, sehr gern gesehen. In dem Fall bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Dark Gizmo.